geht es Schlag auf Schlag. Die Schimpansen in Gensandorf legen ein beachtliches Tempo in ihrer Entwicklung vor. Ihre Welt wird wieder rund. Diese Wertschätzung ist ein ganz ein wichtiger Punkt bei den Affen hier, dass man ihnen das Gefühl gibt, hallo, du bist wer? Ich bin wer und du bist wer. Und wir sind eigentlich auf gleicher Ebene. Uns trennt ein Gitter, aber sonst trennt uns im Grunde genommen gar nichts. Nur einer braucht etwas Nachhilfe, Schimpansenmann Beppi. Er traut sich nicht viel und hat manchmal Angst, aber seit neuestem wird es besser. Er hat nämlich jemanden kennengelernt. Das größte Glücksgefühl für den Beppi ist, wenn die Bettina kommt. Das ist einfach die Liebe seines Lebens. Das ist, wenn die am Morgen die Tür öffnet, das Licht auftritt und sagt Guten Morgen, da sieht man am Beppi, yeah, mein ganzer Tag ist gerettet. Also man sieht wirklich, wow, sie ist da. Beppi ist es eben so schön jetzt zum sehen, dass er jetzt so ein offener Schimpanse geworden ist, so ein lustiger Schimpanse und wirklich, also man muss dazu betonen, der Beppi, der ist wirklich über sich hinausgewachsen. Endlich kommt die Sache ins Rollen. Um so einen Ball hätte er früher einen großen Bogen gemacht. Auch die Neugier der anderen macht ihm Mut. Und wer hätte gedacht, dass sie jemals Fertigkeiten lernen würden, die ihnen nie jemand beigebracht hat. Zum Beispiel im Tuffstein nach Leckereien zu suchen, so wie man es im Urwald macht. Doch ihre Heimat ist in großer Gefahr und die Schimpansen dort auch. Freilebende Schimpansen in Afrika trifft es im Moment besonders hart. Ihr Lebensraum, die großen Waldgebiete, werden systematisch abgeholzt und vernichtet. Auch die Nachfrage nach Buschfleisch steigt ständig. Breite Straßen werden errichtet, die tief in den Urwald führen. Es geht um Rohstoffe wie Holz, Öl und Gas. Diese Straßen werden dann von Jägern mit modernen Waffen benutzt. Und sie schießen auf alles. Ihre Lebensräume müssen bleiben. Nur so kann ihre Art fortbestehen. Eine Art, die, wie wir Menschen, erobert, sucht und forscht. Die ausprobieren und genießen kann. Die sich, menschenähnlich, einen schönen Tag nach dem anderen wünscht. Für mich ist es einfach nur immer, jeden Tag, ein Wahnsinn. Ja, es ist wirklich ein Wahnsinn, was sie wirklich alles schon gebracht haben, wie selbstbewusst sie geworden sind. Und gerade beim Beppi wird mir das halt immer mehr bewusst, wenn ich ihn sehe, wie er jetzt selbstbewusst wirklich durch sein Leben geht, durch seinen Tag geht. Er entwickelt sich wirklich immer weiter und er ist ein totaler Genießer und selbstbewusster Typ geworden, was natürlich total schön ist. Thank you. The wait has now an end. Thank you.